Kenan Emini neben mir zur drohenden Abstimmung von Roma, wobei es fast ein bisschen missverständlich ist, da reinzuschreiben, drohende Abstimmung, weil sie werden ja permanent Roma abgeschoben in diverse Staaten, in Osteuropa und Südosteuropa. Aber die Innenministerkonferenz hätte aus meiner Sicht wirklich allen Anlass gehabt, nochmal sich deutlich zur Abschiebung der Minderheitenangehörigen Roma, Aschkali und sogenannte Ägypter in Kosovo zu positionieren. Also drohend, da schwebten uns eigentlich diejenigen vor, die trotz langen Aufenthaltes jetzt mit Auslaufen der Bleiberechtsregelung erneut in Gefahr sind, abgeschoben zu werden. Unter denen gibt es auch wieder sehr viele Roma. Ja, mein Name ist Kenan Emini vom Roma-Zentrum Göttingen e.V. und wir haben eine Kampagne Alle bleiben gegründet, die sich beschäftigt mit der Roma-Problematik. Ich möchte gerne nur kurz erwähnen, dass nach dem Holocaust und Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, wo mehr als 500.000 Roma umgebracht waren, dass 1999 Roma erleben die zweite größte Katastrophe. Die waren verfolgt, also vertrieben aus dem Kosovo, wo 120.000 bis 150.000 haben Kosovo verlassen. Also und nach Serbien, Montenegro und Westeuropa. Und diese Leute sind bis heute, also viele von denen sind noch geduldet. Es gibt eine Zahl, so wie 10.000, und diese Abmachung zwischen Kosovo, zwischen deutsche und kosovarische Regierung, dass die von 2009 bis Ende 2012, also 2013, Deutschland verlassen mussten, also freiwillig oder abgeschoben zu werden. Und dieser Prozess läuft seit 2009 ein bisschen heftig. Also fast jeden Monat hatten wir Abschiebeflüge und auch gestern war eine vom Düsseldorf Flughafen nach Pristina, wo auch viele Roma in die Flug waren. Also nicht aus NRW, aber von anderen Bundesländern. Und am 17. Dezember haben wir noch einen Abschiebetermin aus Frankfurt, also 10 Uhr. Und es gibt auch ein paar Familien, die sich gerade bei uns auch gemeldet haben, dass die diesen Abschiebetermin haben. Also wir haben auch gestern bei Innenminister aus Hessen auch unsere Unterschriftlisten, so 5000 Unterschriftlisten abgegeben. Und er hat uns versprochen oder gesagt, dass dieses Thema werde, also er werde sich einsetzen oder über dieses Thema zu sprechen. Also wir hoffen, dass dieses Thema werde, in Tagesordnung oder so, dass die auch über diese Sache reden, weil es gibt auch eine Dimension, die in Kosovo aktuell ist, was viele wissen nicht. Zum Beispiel, dass diese Leute, wenn die abgeschoben sind, dort erwarten die auch vom albanischen, also Nationalisten, sagen wir so, und die verfolgen die einfach. Und nach kurzer Zeit, so eine Woche, besuchen die zu Hause und suchen von die so wie Schutzgeld. Also wir haben eine Recherche im September gemacht in Kosovo und haben wir auch ein paar Familien interviewt. Und die haben uns solche Fälle erzählt. Und auch, die waren bedroht und auch geschlagen. Man sieht auch in Bilder, also mit dieser ganzen Schlägerei und sowas. Und das heißt, dass die Roma werden weiter diskriminiert. Also das war auch in Zeit vor dem Krieg und auch in Deutschland so, also Anfang 90er Roma sind auch haben Ex-Jugoslawien verlassen, weil wegen Krieg von Kroatien und Serbien, was damals war. Also das heißt, wir haben Leute, die 25 Jahre in Deutschland sind, auch mit nur mit dem Status Duldung.
Und das hat die auch so gegrenzt, dass die konnten sich nicht richtig integrieren, obwohl die Deutschland verlangt, dass die Leute sich hier integrieren. Aber bis 2007 konnte man keine Arbeit finden oder durfte man nicht arbeiten. Und auch mit dem Duldung konnte, kann man nicht so leicht einen Ausbildungsplatz finden, wenn man kriegt 7 Tage oder 1 Monat Verlängerung. Und das heißt, wir appellieren, dass man diese Thema, also Roma, ein bisschen mehr an diesem Thema arbeitet, weil wir merken auch, wir haben auch in Ungarn besucht und auch in Slowakei, wir haben auch andere Sachen gesehen, wo zum Beispiel in Gyöngyöspata in Ungarn auch Neonazi in ein Dorf marschiert haben, 7000 Neonazis haben in ein Dorf marschiert und auch waren so Angriffe auf Roma und auch Sterilisierung von Roma-Frauen in Slowakei. Und in Deutschland mit diesen ganzen Abschiebungen, also man merkt, dass diese rassistische Philosophie wächst europaweit gegenüber Roma und wir haben Angst, also das geht so weit, dass man wieder sich erinnert an den Holocaust oder Anfang des Krieges, wie das war in Deutschland. Und weil zum Beispiel so wie diese Jobbik-Partei, diese Rechtsradikal-Partei in Ungarn, das genau das Modell von damals in Deutschland, also dieser Nationalsozialismus. Also ich appelliere an alle Minister, dass sie sich über dieses Thema mehr beschäftigen und ich denke, dass Deutschland trägt eine Verantwortung gegenüber Roma. Also 500.000 Roma, Sinti und Roma sind umgebracht seit dem Zweiten Weltkrieg und auch in Ex-Jugoslawien, in Jasenovac, wo mehr als 100.000 Roma und Sinti umgebracht sind. Und auch diese ganze Zeit, also in Deutschland mit diesem Gesetz, also mit dem Status der Duldung. Und und so wie Jana gesagt hat, mit diesem Paragraph 25a, wo gute integrierte Kinder, da kommen wir nicht klar. Also, weil viele Roma-Familien wohnen auch in schlechte Bedingungen, so wie Zwei-Zimmer-Wohnung mit 8-köpfigen Familien. Die Kinder haben auch keine Privatsphäre, dass sie sich mehr über die Schule konzentrieren und auch mit dieser ganzen Abschiebung, was jeden Monat, also es gibt jeden Monat, fast jeden Monat Abschiebung nach dem Kosovo. Und das ist jetzt noch schlimmer, weil Frontex hat sich auch gemischt, also das ist so wie eine Sammelabschiebung auch von anderen Ländern, so wie Belgien und Schweden, Deutschland, Österreich. Ja, das war's.